Ja. Mein Name ist Verena Schmier, ich bin Kunsthistorikerin und Denkmalpflegerin, mittlerweile von Beruf seit dem Sommer. Ja, Tochter von Jürgen Schmier, deswegen auch hier. Okay. Timecodes. Die Macht der Schönheit. Timecodes. Zeichen. Chiffren. Geheimzeichen, Symbole, Schlüssel, Kodierungen einer Zeit, Timecodes. Was macht eine Zeitepoche aus? Welche Codes verwenden wir heute? Welche Codes wurden in der Vergangenheit verwendet? Die Werke von Werner Kröner stellen einen Bezug her zwischen den Codes der Antike und den heutigen Bildsprachen und schaffen einen Kontrast zwischen antiker Skulptur und der modernen unserer Zeit. Ausgestellt werden die Werke derzeit in der Glyptothek in München. Diese Ausstellung können Sie sich noch bis zum 12. März 2017 anschauen. Lassen Sie sich mitnehmen in die Welt von Werner Kröners Timecodes, die Macht der Schönheit. Bevor wir uns das Videoprojekt zu Kröner Timecodes, die Macht der Schönheit von Jürgen Schnier ansehen, möchte ich Ihnen zunächst den Künstler Werner Kröner sowie seine Ausstellung näher bringen. Meine Begeisterung für diese Ausstellung entstand selbstverständlich durch meinen Vater Jürgen Schnier. Ich war bei der Vernissage zugegen, habe die Ausstellung gesehen und bekam die Gelegenheit, den Künstler selbst kennenzulernen und ihn über seine Ausstellungen sprechen zu hören. Daher ist es mir ein Anliegen, Ihnen diese Ausstellung vorzustellen. Werner Kröner wurde in Koblenz geboren und lebt derzeit am Ammersee. Er ist Maler und erhielt 1988 eine Professur für Bildtheorie an der Hochschule München mit dem Schwerpunkt Kreativität und Gestaltungslehre. Kröners Ausstellung der dreiteiligen Werksreihe Timecodes begann 2015 im Mittelrheinmuseum in Koblenz mit der Ausstellung Timecodes – Die Macht der Bilder. Hier interpretierte Werner Kröner unter Verwendung der digitalen Malerei zwei Jahre lang Titelbilder und Pressefotos der Süddeutschen Zeitung mit dem Thema Zeitgeschehen, Mentalitätswandel und Zeitgeist. Die zweite Ausstellung findet derzeit in München statt. Hier setzt sich Werner Kröner mit antiken Meisterwerken der Skulptur in der Glyptothek auseinander. Dafür wählte er wieder bewusst ein modernes Medium, die digitale Malerei. Das heißt, Kröner malt nicht mit Leinwand und Pinsel, sondern er verwendet ein spezielles digitales Zeichenpad von der Größe eines Zeichenblocks, mit dem sich Effekte erzeugen lassen, die traditionellen Maltechniken überraschend ähneln. Mit einem digitalen Zeichenstift kann gleichzeitig die Illusion einer Ölmalerei wie eines Aquarells oder einer Bleistiftzeichnung erzeugt werden, mit dem Bonus, dass hier plötzlich Ölmalerei ausradiert werden kann oder mit Wasserfarben vermischt werden kann, Techniken, die in der analogen Malerei nicht gleichzeitig auf einer Leinwand funktionieren würden. Werner Kröner wendet sich in dieser Werksreihe drei speziellen Bildelementen zu: dem Licht, der Nacherzählung und der Farbe. Kröner setzt hier ein jahrhundertelanges Bildinstrument, das Licht, ein, um eine zauberhafte, mystische Illusion zu schaffen. Hierfür wurden die Werke auf sogenannten Backlight-Panels angebracht. Das heißt, das Werk ist auf eine Plexiglasplatte gedruckt und wird von LED-Lampen auf der Rückseite angeleuchtet. Das Licht wird durch das durchsichtige Trägermaterial gleichmäßig verteilt und das Bild, das mit einem Spezialdruck aufgebracht wurde, scheint von innen zu leuchten. Des Weiteren versteht sich der Künstler als Nacherzähler, der die antiken Werke paraphrasiert mit einem Sprung in eine andere Stilebene unter dem Einspielen anderer Assoziationen und Stimmungen. Die Skulptur wird nacherzählt, gleichzeitig neu interpretiert, mit verschiedenen Stilmitteln nach modernem Vokabular. Mal flapsig, mal comichaft,
mal dramatisch und mit pastoser Malerei, je nach der Stimmung, die der Künstler zu erzeugen beabsichtigt. Als drittes möchte Kröner in die monochrome, würdevolle Glyptothek wieder Farbe Einzug halten lassen, um zu dramatisieren und um daran zu erinnern, dass auch die Glyptothek früher farbig gefasst war, sowie die Tatsache, dass auch griechische und römische Skulpturen ihrer Zeit farbig bemalt waren. Aus diesem Grund misst Kröner in seinen Werken der Farbe und der Farbsymbolik einen gesteigerten Wert bei. Hier sind die Farben Blau, Rot und Grün zugeordnet zu den Themenbereichen der Ausstellung immer wieder zu finden. Die Wirkung ist provokant. Die lichtdurchfluteten, beinahe monochromen Hallen der Glyptothek treffen auf bunte, von innen leuchtende Farbkraft. Die Werke Kröners wurden jeweils hinter ihren antiken Vorbildern angebracht, sodass sie zu einem farbigen Schatten desselbigen werden. Bei manchen Werken überdeckt die Skulptur sogar das Bild, sodass der Betrachter dazu angeregt wird, sich im Raum zu bewegen, um das ganze Bild wahrnehmen zu können. Kröners Ziel ist es hier nicht, die Skulptur in seiner Malerei nachzuahmen oder gar zu übertreffen, sondern er lenkt vielmehr das Auge des Betrachters auf charakteristische Details und Stimmungen der Skulptur. Die Bilder wirken wie ein Schatten der Skulptur selbst und verändern die Aura und die emotionale Stimmung der Skulptur. Der Betrachter wird unwillkürlich dazu aufgefordert, die Skulptur neu zu betrachten, um sie herumzuwandern, stets in Bezug zur digitalen Malerei an der Wand hinter der Skulptur. In Einklang mit dem Malereiprojekt entstand ein Videoprojekt von Jürgen Schnier, Kunstpädagoge an der IGS Kastelaun und Mitarbeiter am Pädagogischen Landesinstitut. Kennengelernt hatten sie sich bereits während der ersten Timecodes-Ausstellung in Koblenz. Es entstand nun ein Film, der die Absicht Kröners, mit den modernen Bildmitteln ein Echo, einen Spiegel der Antike herzustellen, auf eine neue Ebene führen konnte. Jürgen Schnier lässt in seinem Videoprojekt Vorbild und Nacherzählung miteinander verschmelzen und miteinander in Bezug setzen. Dabei wird die Technik des Morphens angewendet. Antike Skulptur und modernes Bild verschmelzen miteinander. Das eine geht in das andere über. Dabei werden weitere Bildelemente bewusst außen vor gelassen, um die Bilder in der Verschmelzung wirken zu lassen. Passend zu den Bildstimmungen erklingt Musik von Hanjo Gäbler, ursprünglich ein Gospelmusiker, der sich in den letzten Jahren auf Filmmusik spezialisiert hat. Jürgen Schnier erhielt hier Zugriff auf Gäblers Werke, aus denen er passend zu den Bildthemen die Musik auswählen konnte. Auch zeigt der Film den Entstehungsprozess der Kunstwerke, denn sind im Museum 30 Werke ausgestellt, so können im Film wesentlich mehr Werke gezeigt werden, die auf dem Weg des Entstehungsprozesses zum fertigen Ausstellungsstück entstanden sind. Kröners Absicht des Gesamtprojektes, der Wahrnehmung von Bildern auf die Spur zu kommen, wird durch den Film von Jürgen Schnier fortgesetzt. Eingesetzt wird der Film in der Ausstellung als Media Guide. Das heißt, man erhält ein Tablet mit Kopfhörern und kann sich vor den Werken den Kurzfilm zum spezifischen Werk ansehen. Durch den Film mit hinterlegter Musik erhält man eine emotionale Einführung ins Bildthema und wird so künstlerisch auf Details und Blickbezüge aufmerksam gemacht. Dieser Media Guide stellt ein Novum in der Museumslandschaft dar, den man sich übrigens auch kostenlos im App Store herunterladen kann für das Handy oder für das Tablet. Denn es ist ein Guide, der aber neben Lyrik- und Prosatexten nicht vorrangig Informationen enthält. Er soll nicht informieren, sondern vielmehr das Auge schulen und emotional mit dem Thema vertraut machen. Ebenso ist zur Ausstellung ein Bild- und Textband entstanden, herausgegeben von Ulrike Müller. Hier begegnen Sie den Werken im Dialog mit Lyrik- und Prosatexten aus 3000 Jahren,
kombiniert mit kunsthistorischen Erläuterungen und literarischen Fragmenten von Johannes Schürmann. Diesen Bild- und Textband können Sie sich auch heute Abend käuflich erwerben. Nun möchte ich schließen mit dem Lyrikzitat aus dem Bild- und Textband von Michelangelo Buonarroti um 1545. Schlaf ist mir lieb, doch über alles preise ich, Stein zu sein. Werd Schande und Zerstören, nenn ich es Glück, nicht sehen und nicht hören. Drum wage nicht zu wecken, ach, sprich leise. Werner Kröner, Timecodes. Ich muss es sehr dankbar sein, beziehungsweise den Gastgeber. Herzlichen Dank. Und Jürgen, deiner zweiten Tochter genauso für die uferlose Vorbereitung. Und freue mich, dass Sie sich das anschauen. Bin gespannt, wie Ihre Reaktion darauf ist.